Turnhalle in Baumholter war der Ort, an dem sich die Hobbykünstler der Region mit ihren Werken der Öffentlichkeit präsentieren konnten. Angeregt haben zu dieser Veranstaltung die Hobbykünstlerinnen Ingeborg Lübbers und Irmgard Hense. Die Verbandsgemeinde Baumholter führte unter der Federführung des Verbandsbürgermeisters Wolfgang Pees diese Veranstaltung durch. Sobald man die Halle betreten hat und seinen Blick schweifen ließ, war man überwältigt von der Vielfalt der Ausstellung. Am Eingang der Halle präsentierte Ingeborg Lübbers ihre künstlerischen Werke. Bereitwillig erklärte sie jedem Interessenten, wie man solche schöne Sachen selber herstellen kann. Diese wunderschöne Keramikarbeiten stellte Uli Dausend aus. Uli Dausend kommt aus Oberkirchen, einem Ort im benachbarten Saarland. Kunst mit Puppen, Herstellung und Gestaltung zeigte die aus Freising kommende Christine Steffenhagen. Schauen wir ihr doch einmal zu. Gibt's auch, ja. Ich ändere es noch etwas um. Sehr geschmackvoll gestaltete Trockengestecke gab es an diesem Stand. Jedes einzelne Gesteck ist ein Kunstwerk für sich selbst. Link aus der Nachbargemeinde Bedesbach zeigte seine wunderschönen Gemälde. Eine ganze Galerie von Gemälden brachte Emilie Geibel aus Freising zur Ausstellung. Eine Vielfalt von Tonarbeiten präsentierte Gudrun Henn aus Pfeffelbach. Bilder mit Blei gezeichnet, vorgestellt von Liane Baumhardt. Eine Vielzahl von Stickereiarbeiten der Familie Michels aus Baumholder. Thank you.
Hautnah konnte man den Künstlerinnen zuschauen, wie diese schöne Schmusepüppchen entstanden. Das wird ein Schmusepüppchen in der Art, nur mit Hemden. Kreatives Zeichnen gehörte auch zu diesen Arbeiten. Edna Nüssler, Thea Maurer und Irmgard Hense, alle aus Baumholder kommend, stellten ihre Keramikarbeiten aus. Diese Keramiken waren von so einer hervorragenden Qualität, dass man sich nur wundern kann, wie man solche schöne Arbeiten mit eigenen Händen herstellen kann. Ilse Elfeld kam aus Freisen mit ihren einfallsreichen Kreationen von Kerzen. Ihr Stand war immer umringt von Interessenten. Verschiedene Textiltechniken stellte Ilse Hahn und Ellen Schahn vor. Arbeiten mit Uhren in naturgewachsenen Wurzeln aus den Zillertaler Bergen zeigte uns Alfons Anschau. Alfons Anschau kommt aus Ruschberg. Holzartensammlung in einer ganz besonderen Art zeigte der Schreinermeister im Ruhestand Werner Flohr dem staunenden Publikum. Werner Flohr kommt auch aus Baumholder. Berthold Wildanger aus Hoppstetten zeigte mit seinen Gemälden, dass er sehr naturverbunden ist und eine besondere Ader zur näheren Umgebung seiner Heimat hat. Seine Bilder wurden sehr bestaunt. Unverkennbar das neue Ida Oberstein. Ebenso unverkennbar Baumholder. Den Vorplatz mit der Kirche von Hoppstetten nach der Dorferneuerung. Und hier die Burg Thalichtenberg. Nicht weniger beeindruckend waren die Arbeiten von Ralf Wildanger, ebenfalls aus Hoppstetten, mit seinen Holzschnitzereien. Die Frauengruppe des Kaninchenzuchtvereins aus Heimbach
stellte ihre Arbeiten aus Kaninchenfellen vor. Stefan Keisling aus Obertal-Kronisch zeigte Holzfiguren in allerlei Variationen. Sein Ausstellungsstand sah doch schon sehr professionell aus. Sehr schön waren die Puzzlefiguren in allerlei Tierformen. Bei diesen Figuren schlug so manches Kinderherz höher. Dieser Stand war eine Augenweide für alle Puppenfreunde. Ausstellung der Hobbykünstler Hacke aus Idar-Oberstein und Freisch aus Oberkirchen waren eine besondere Augenweide. Puppen in vielen Kreationen waren immer wieder zu sehen. Elfriede Mailänder aus Baumholder zeigte sehr beeindruckend die mannigfache Gestaltung von Trockengestecke und Türgrenzen. Nicht nur Gebrauchsgegenstände von Drechselarbeiten stellte der Hobby-Drechsler Helmut Müller aus Terlichtenberg aus.
der Häkelnadel stellte Else Kosprisch aus Berschweiler aus. Bilder der ganz besonderen Art zeigte der aus Ida Oberstein kommende Rudolf Breudig. Günter Braun, ebenfalls aus Berschweiler, zeigte eine hervorragende Palette von Drechselarbeiten. Ausstellungsstand von Gerd Bürtel aus Kronweiler blieb jeder Besucher stehen. Was da zu sehen war an Einlege- und Drechselarbeiten, waren schon eine Augenweide. Von Gerd Bürtel zeigte einen Zapfen einer australischen Kiefer. Aus diesen Zapfen drechselt er Kerzenständer mit einem ganz besonderen Outfit. Staunen, was die Künstlerinnen alles zu Wege brachten.
goldenen Uhren und Wandregale sind von Gerd Merscher aus Heimbach. Merscher, der zweite von links im Gespräch mit Interessierten für seine Arbeiten. Dass er sehr kreativ in seinen Arbeiten ist, zeigt die Vielfalt seiner Uhrengehäusen. Dass man Kupferbleche in sehr schöne Bilder verarbeiten kann, zeigte Hans Krieger aus Reichenbach. Wie plastisch diese Bilder wirken, sieht man, wenn man sie etwas näher betrachtet. Sandefuhr aus Buschberg zeigten an ihrem Stand die hohe Kunst der Textilmalerei. Es ist schon fantastisch, was uns diese beiden Künstlerinnen zeigten. Drechselarbeiten in den verschiedensten Kreationen sah man an den Ausstellungsstücken von Egon Hartmann. Egon Hartmann kommt aus Birkenfeld. Wild aus Idar-Oberstein schlug das Herz eines jeden Indianer-Fan höher. Sie zeigte sehr schöne Schmuck- und Gebrauchsgegenstände. Ursula Schmidt aus Birkenfeld zeigte, wie kreativ sie mit dem Umgang von Ton ist. Was sie alles aus Ton gestaltet hat,
und hier ausstellt, ist es ein Muss, dass man ihre Ausstellung etwas näher betrachtet. Künstlerinnen Anne Rose und Anne Roth, beide aus Mettweiler. Es ist schon sehr beeindruckend, wie kreativ und vielfältig man seine Gedanken mit Farbe auf Leinen und Seide bringen kann. Sonntagmorgen hatte man noch die Möglichkeit, ohne großes Gedränge, sich die Ausstellung in Ruhe anzuschauen. Selbst Altstadtbürgermeister Dr. Nagel mit Gattin ließen sich diese Ausstellung nicht entgehen. Kulturdezernent Hans Müller vergönnte sich auch mal eine Pause, die er auch verdient hat, denn die Ausstellung verlief nach seinen Wünschen. In der Cafeteria wurde man vorzüglich mit Speisen und Getränke von den Mitgliedern des Karnevalclubs versorgt. Der Sonntagnachmittag und da wurde es eng in der Halle. Obwohl ein sehr starker Besucherandrang war, konnte man sich alles in Ruhe ansehen.
sich auch noch mit 70 Jahren kreativ beschäftigen kann, zeigte Werner Flor mit seiner Holzbechersammlung. Er fertigt aus heimischen und exotischen Hölzern nach einem gut gehüteten Verfahren seine Holzbecher an. Seine Sammlung umfasst schon über 80 Becher, wobei jeder aus einer anderen Holzart hergestellt ist. Eduard Jung aus Baumholder beschäftigt sich mit der Ölmalerei, was er mit einer Auswahl von Bildern in einer sehr beeindruckender Weise zeigte. Dass sich die Arbeit für diese Veranstaltung durchzuführen gelohnt hat, zeigten die über 60 Ausstellern und die über 2000 zufriedenen Besucher.
Die Skepsis, für diese Veranstaltung seitens der Verbandsgemeinde Baumholder durchzuführen, wurde mit diesem großen Erfolg zerschlagen. Sie zeigte, dass es noch mehr gibt, als nur vom Fernsehapparat zu sitzen und zu konsumieren. Mit dieser Ausstellung wurde jedem, der es noch nicht wusste, einen Fingerzeig gegeben, dass man seine Freizeit sinnvoll nutzen kann.